Und wie ist das im frisch bezogenen Bett? Frisch geduscht. Gut. Wir sind Phyllis und Serki. Ich bin Milan. Ich bin Lucila. Hi. Viel Spaß bei unserem Video. Abonnieren nicht vergessen. Daumen hoch! So Leute, ich habe mir jetzt ein bisschen Reis gemacht. Den hatte ich ja noch übrig. Ihr habt ja ungefähr gesehen, wie ich es gemacht habe. Ich hatte noch Reis vom Wochenende übrig. Dann habe ich einfach zwei Möhren geraspelt, eine Knoblauchzehe, eine Zwiebel und ein bisschen Zucchini reingemacht. Das Ganze angebraten, den Reis dazu, eine Avocado dann später noch dazu. Reichlich gewürzt und zwar mit Salz, mit einem Gewürz von der Coro Drogerie. Das ist hier dieses Pasta-Gewürz, es schmeckt richtig lecker. Dann habe ich reichlich Curry genommen, ganz, ganz wichtig. Und ein bisschen Paprikapulver. Und dann ganz scharf anbraten lassen, auch das ist wichtig, das schmeckt richtig lecker. Ja? Und was ich noch gemacht habe, ist das Ganze überhaupt angebraten mit Kokosöl. Ja, Kokosöl ist, Moment, einmal dieses 1-Liter-Ding hier, das habe ich auch von der Coro Drogerie. Da gibt es übrigens auch immer noch den Rabattcode. Und das ist ziemlich günstig für 1 Liter. Also 15 Euro kostet der Pott jetzt hier für einen ganzen Liter. Also falls ihr auf der Suche seid nach gutem Kokosöl, das ist Bio-Kokosöl, dann schaut auf jeden Fall bei der Coro Drogerie vorbei. Es hat sehr, sehr lecker geschmeckt. Das war das erste Mal, dass ich übrigens Avocado im warmen Zustand gegessen habe. Sonst habe ich es wirklich immer nur pur gegessen mit Tomaten oder im Salat. Und diesmal mit Reis im angebratenen Zustand. Richtig, richtig lecker. Wir haben es jetzt 11:55. Ich muss Milan gleich abholen. Der hat heute einen kurzen Schultag. Und dann mal gucken, hat er bestimmt Hausaufgaben. Dann machen wir zusammen Hausaufgaben. Kian werde ich dann hinlegen. Dann haben Milan und ich ein bisschen Ruhe. Und dann gucken wir mal, was wir heute machen. Das Wetter ist wieder super schön heute. Vielleicht gehen wir heute Nachmittag irgendwie auf den Spielplatz oder so. Ja, mal gucken, wenn ich dann Isila abgeholt habe, wie sich das alles so entwickelt. Ne? Die wollten eigentlich auch Spiele spielen heute, aber das können wir ja eigentlich auf den Abend verschieben, weil, hallo, das Wetter muss man ausnutzen, ne? Wow, wie die Sonne scheint. Wir fahren dann jetzt mal Milan abholen. Ne, Kian? Mhm. 10 Minuten noch, das ist gut. Richtig schönes Wetter. Können wir das Fenster aufmachen, ne? Ja, du nicht, nur ich. Ja, findest du? Jetzt Hausaufgaben mache, wollte ich einmal den Gewinner von dem Tablet auslosen. Und zwar mache ich das jetzt genau. Ich gucke mir jetzt mal die Kommentare an, auf meinem Laptop am besten, weil am Handy ist mir das zu klein. Ich muss jetzt erstmal den Vlog raussuchen, wo ihr alle fleißig kommentiert habt. Auf jeden Fall das Video mit den meisten Kommentaren. 452 Kommentare, wow. Das ist der Hammer. Dann schauen wir mal.
Ich gehe in Schlaf und ich bin froh, mein Haus zu bauen. Das ist in der Postmarke, weil das kopiert ist. Das sind ja keine Löcher. Du hast zwei Sachen auf, aber, ne? Nee. 13? Warum hat sie hier eine 13 hingeschrieben? Weiß ich nicht. Also Mathe? Das ist das, ne? Ich glaube, das... Was war denn rot nochmal? Warte mal. Deutsch. Das ist Deutsch, glaube ich. Ja, aber das muss... Das hier zählt nicht. Das muss ich nicht. Nur die 2 und 3. Ja? Ja. Erstmal mache ich die Figur. Ja, dann mach erstmal das. Dann kannst du mir mal ein Stück geben? Ein Bleistift, glaube ich. Kannst du mir das mal vor erklären? Ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann dir das erklären. Wir machen jetzt erstmal den Fernseher aus. Du warst ja auch mal ein Erstklässler. Da hast du das ja auch mal gemacht, ne? Mhm. Du weißt noch, wie das geht, ne? Das ist auch klar. Das ist auch klar. Ah, okay. Man fängt immer oben an, Mina, ne? Oder wolltest du jetzt die letzte Aufgabe machen? Dann bin ich ja so fertig. So, und zwar sind ja hier Würfel, ja? Ja. Und auf den Würfeln sind ja die Punkte. Ja. Zum Beispiel, wie viele Punkte sind hier? 5. Dann genau, dann musst du das mit der 5 verbinden. Richtig. Mensch, du verstehst das aber alles ziemlich schnell, du, mein Freund. Und dann kommt das hier. Zeig mal. Richtig. Und dann kommt, 3 ist ja schon. Dann kommt 6. Richtig. Muss ich das wieder verbinden? Genau, so wie eben. Aber ohne vorgezeichnet, ne? Oh, die 2. Fang doch immer mit dem ersten an, genau. Die 2? Hm? Da. Ich dachte da. Hm? Die 6? Hm? Die 4 ist genau hier. Hm? Die 5. Die 3. Richtig. Und jetzt hier? Und da musst du die Zahlen immer hinschreiben. Ja. Eine 4. Oh, die 5, weil wir die 5 hier gelernt haben. Ich kann es auch ein bisschen kleiner schreiben, aber ist egal. Ist egal, Schatz, mach weiter einfach. Was ist das? Ja. Nach 4 kommt doch nicht 6. Nee, aber das ist ja... Muss ich so machen? So anfangen? Und dann hier? Ach, ihr hattet die 6 noch nicht, ne? Ah, aber ist richtig. Super. Mhm. Und jetzt eine 1. Ja, aber versuch das mal ein bisschen kleiner zu machen, dass das direkt unterm Würfel auch ist, ne? Okay, ich versuche es. Perfekt, perfekt. Super, richtig gut. Und jetzt 5. Die 5 kann ich nicht. So. Falsch rum. Falsch rum, Schatzi. Ne? Die 5 ist falsch rum. Ja. Egal. Guck dir mal die 5 an. Kannst du wegradieren, ist ja nicht schlimm. Ich kann auch die großen wegradieren. Nein, das kannst du so lassen. Ja, das ist alles so eine Übungssache, ne? Ich kann das. Du kannst das richtig gut, Mensch. Das ist ganz leicht. Mhm. Mama ist ganz stolz auf dich. Warum? Weil du das so gut machst. Und zwar hat gewonnen die liebe Jasmina. Ja, denke ich mal. Jasmina Lopez, sie schreibt, liebe Phyllis, ich liebe deine Videos, ihr seid so tolle Eltern, so eine tolle Familie und auch deine Eltern und Geschwister, du hast viel mehr Abonnenten verdient. Das mit den Kissen in der Küche ist eine gute Idee, das muss ich nachmachen. Meine Kinder würden sich so sehr über so ein Tablet freuen. Meine Liebe, ich werde direkt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich gucke mal, ob ich dir eine Nachricht schicken kann. Liebe Jasmina, dann schreib du mir doch bitte eine E-Mail an die Adresse, die bei mir in der Infobox steht. Und dann kannst du mir deine Adresse schicken und ich gebe das dann weiter an den Tablet-Hersteller. Denn das Tablet wird nämlich direkt von denen verschickt. Und ich sehe hier gerade, was für Videos du alles geliked hast. Mhm. Hier, so, Nummer 1. Einführung in die Gebärdensprache. Ich weiß schon was. Ich weiß schon, was ich machen soll. Zu den Gebärden schreiben. Was ist das? Hier ist ein Haar. Guckt, wir müssen das machen, was die hier nachmachen. Das ist, ja, die machen Gebärdensprache und du musst das hinschreiben, ne? Ja, hier.
Ich mache ganz langsam, das geht nicht am schnell. Nee, mach auch langsam. Und das arbeitet. Das ist ganz schwierig. Ich habe jetzt mit den Kindern Kekse gebacken und wenn ihr sehen wollt, wie die sie gebacken haben und was für Kekse das sind, dann schaut gerne in die Infobox, dort habe ich euch das Video verlinkt, denn das haben wir auf unserem Kinderkanal hochgeladen. Ich dachte, so ein kleines Back-Tutorial ist mal ganz witzig. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und die Kekse schmecken sehr, sehr lecker. So sehen sie übrigens aus. Möchte die ganze Zeit Kekse essen, aber ich habe jetzt beschlossen, statt dass er sich die ganze Zeit mit Keksen voll isst, kriegt er jetzt ein bisschen Gemüse, Fleischwurst, Gurke und so, Obst, weil sonst... Hey! Da wolltest du ran, ne? Hier wolltest du ran, aber nein, du hast genug Kekse gegessen. Warte mal kurz. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up. Bitte schön. So, komm. Lecker, ne? Ist viel besser als Schokolade. Übrigens, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, ich habe bei Amazon einen Teppich bestellt. Moment, ich mach den mal auf hier. So. Und zwar habe ich bei Donja den Teppich gesehen, also nicht den gleichen, aber die Marke ist die gleiche. Das sind nämlich waschbare Teppiche, die kann man in die Waschmaschine tun. Der Versand hat leider ein bisschen lange gedauert und zwar habe ich jetzt 2,5 Wochen oder so gewartet. Aber die sind handgemacht und, okay, der ist ein bisschen zerknickt. Ich habe den mir ehrlicherweise dünner vorgestellt, aber der ist gar nicht so dünn und ist auch schön weich. Und wie gesagt, halt das Coole, man kann den in die Waschmaschine tun. Ich kann euch meinen ja mal verlinken, aber ich glaube, es sind immer nicht so viele auf Lager, weil die halt nicht so Massen haben, glaube ich jedenfalls. Auf jeden Fall haben die ein paar verschiedene Designs. Es wäre wirklich cool gewesen, wenn man irgendwie so ein Wohnzimmerdesign hätte. Das hier habe ich jetzt überlegt für Isila ihr Zimmer, weil ich das ja ein bisschen umgestalten möchte. Die Jungs, die bekommen eine andere Lösung, aber das werdet ihr dann auch noch sehen. Das ist auch ziemlich cool, was die bekommen. Ja, das findest du jetzt gut, oder was? Ja, also waschbare Teppiche sind richtig cool und der ist schön weich. Gefällt mir richtig gut. Und fürs Kinderzimmer auch ganz passend, ne? Und in einem meiner letzten Vlogs habt ihr bestimmt gesehen, Serki, ich und Kian waren bei Jawohl in diesem Geschäft. Und da haben wir eine neue Wanduhr gekauft fürs Wohnzimmer. Die muss ich jetzt aber noch aufhängen. Weil die gefällt mir überhaupt nicht mehr. Die kommt da jetzt weg. Hey, was machst du? Wie sieht das hier aus? Wie sieht das denn hier aus? Ich wollte eure Bettwäsche wechseln. Ja, aber die Pusse sind ja alle durcheinander. Guck mal, das Kleine zum Beispiel. Ja. Nur das Kleine, das hier. Guck, das hier mit dem Kater. Aber das und das nicht. Ja, und wie viele Teile müssen das jetzt sein mit dem Kater? Das ist ja voll blöd. Ja, nein. 100 Teile, dann zähl mal bis 100. I don't need a hit to believe that I'm living. You can lock me up if my tongue keeps slipping. I'ma keep spitting up rhymes I'm digging. And you can be my fame.
Don't need a fast car to imagine I'm tripping. You can light it up, girl, I ain't the guy judging. And baby, that's on me, I don't need a boost. This is every part of me and everything I do. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't like all the bling you see, I'll show you my little smoother side. And when we are out cruising, you don't need my hand to hold. Mal den Schlafanzug anziehen, mein Schatz. Aber eben duschen, ja? Und wie ist das im frisch bezogenen Bett? Frisch geduscht. Gut. Gut? Mit meinem Spinner. Das ist mein Haustier. Das ist dein Haustier? Ja, der wohnt hier. Hat der auch einen Namen? Ja, der heißt Philipp. Was? Der heißt Philipp. Ischila, du bist immer noch nicht angezogen. Seit 15 Minuten sage ich, zieh dich an. Ischila, guck. Mama, guck. Ich kann das sehen. Der heißt Philipp. Der heißt Philipp und ist dein Haustier. Okay, und wo wohnt der so? Hier in deinem Zimmer? Ja, der wohnt hier. Überall in meinem Zimmer. Hey, du bist doch voll drauf hier. Guck mal, ich bin ein Silber. Warte, guck, ich bin ein Bohrer. Nein, nicht an die Wand. Hey, hör auf. Ich hab gebohrt. So, gute Nacht, mein Schatz. Heute in der Arbeit. So, und bald nehmen wir mal euer Zimmer in Angriff und machen das mal schick, ne? Das ist frisch und schön. Frisch und schön. So. Ich will sie auch küssen, die Kamera. Gute Nacht, Milan. Nacht. Hab dich auch lieb. Ich hab dich lieb. Bis morgen. Kamera, ich hab dich lieb. Hab dich auch lieb, Isila. Kian, gute Nacht. Hab dich lieb. Er hat geweint, weil er wollte auch hab dich lieb sagen. Du suchst dir eine Geschichte aus. Hättest du das mal eher gesagt, dass wir heute eine Geschichte lesen? Eigentlich hatte ich noch was vor. Hier habe ich den. Jetzt such mal eins aus. Ich habe den mit den Flügeln verloren. Hm? Mit einem Prinzessin-Buch. Wo ist der? Ich suche den mal. Eins von den Büchern fehlt, ne? Wo ist das? Das waren 8 Stück. Ja. Jetzt sind nur noch 7 da. Hm? Ja. Ah, von der Fee. Das? Mhm. Alle wieder rein tun. Pixies Pokalspiel. Ja, warte mal. Ich bin der beste Sachenfinder, ruft Ricky Waschbär, während er patschnass in Pixies Hütte rennt. Stolz zeigt er Pixie einen völlig verdreckten Klumpen. Pixie blickt von seinem Kuchenteig auf. Wo hast du denn den gefunden, fragt er. Na, am Fluss, sagt Ricky und schüttelt sich das nasse Fell. So, ich habe mir jetzt noch einen Salat gemacht. Einfach Salatblatt, Tomate, Gurke, Feta-Käse und Oliven. Dann würze ich das Ganze also mit Salz und ganz viel Zitrone. Linse wieder sauber. Also Zitrone. Dann nehme ich statt Olivenöl diesmal das hier. Und zwar ist das Walnussöl. Ich habe das einmal bei meinen Eltern gegessen und fand das super lecker. Und ganz viele haben mir in den Kommentaren geschrieben letztens, als ich den Haul von Koro hochgeladen habe. Also im Blog, dass das in Kombination mit Himbeeressig
richtig gut schmeckt. Also das muss ich mir auf jeden Fall noch besorgen. Und ich mache mir jetzt in meinen Salat aber hier Walnussöl. Und natürlich ein bisschen Balsamico. Ne? Das darf bei mir ja nicht fehlen. Ein bisschen mehr schadet auch nicht. Ja. Ich hatte heute Mittag ja den gebratenen Reis und heute Morgen eine Scheibe Brot und dann hatte ich ein paar Kekse und jetzt den Salat. Und zwischendurch, ich habe ja auf Insta-Stories gezeigt, dass ich zurzeit so ein bisschen Detox mache. Nicht zu 100% richtig, denke ich mal, weil ich trotzdem Kaffee trinke, aber also ein bisschen auf jeden Fall. Und da gibt es halt in diesem Paket ist ein Smoothie drin und ein Tee und so ein Pulver. Das habe ich natürlich auch getrunken. Und ich muss sagen, ich fühle mich schon ein wenig besser, habe ich das Gefühl jedenfalls. Wie dem auch sei, ich lasse mir den Salat jetzt schmecken und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Tonight we're running on the right track.